Was heißt du? Zu lange Beine. Wie zu lange Beine? Ich bin nur 1,58, aber die Beine sind zu lang. So, schneid ein Stück ab. Nein! Ich hab eine schöne Kreissäge. Ich hab eine bessere Idee. Warte. Die macht Micky immer so. Ja. Kennt ihr das? Ihr habt nur dieses Dinett, keine Sitzgruppe, keine L-Sitzgruppe, kein Höckerchen, wie im Pepper. Und wenn ihr hier sitzt und euer Mann die Vorderfront einnimmt, habt ihr die Möglichkeit, die Beine aufzustellen. Mit dem Alter tun die Knie weh, Arthrose und Co. lassen grüßen. Ihr wollt es euch gemütlich machen und dann habt ihr Hängebeinchen. Und wenn ihr dann hier gemütlich liegt und da so sitzt und noch eingedöst seid und euer Mann möchte noch da durchgehen, dann habt ihr auch noch das Problem, dass er euch fast von der Sitzecke reißt, weil er da vorbeigehen will. Also tut er die Beine wieder hoch und dann, au, meine Knie. Aber da ich ja einen Tüftler zum Mann habe, hat er gesagt, ich gehe mal in die Garage. Normalerweise sage ich ja dann immer, oh, nee, nicht schon wieder, ne? Wochen später. Aber diesmal habe ich ihn ziehen lassen. Und was er da so treibt oder was er da gemacht hat, das zeigt der Alfred euch jetzt. Und ob ich damit glücklich bin, bleibt dran, wir werden es euch zeigen. Wenn man hier einen Klappmechanismus anbringt, so wären hier rund 30 cm mehr Auflagefläche, Kissen oder ein Polster dann auf das Brett. Ich habe noch von diesem Material hier. Und das Brett werde ich noch auf ein anderes Brett draufleimen, damit das etwas stabiler ist. Genauso wie ich hier von innen noch eine Verstärkung machen werde, weil diese 12 mm Platten sind dann doch etwas dünn. Und ich habe es ungern, wenn das ausreißt. Aber schauen wir mal. So, dann wollen wir mal loslegen. Ne? Zuerst mal müssen wir die beiden Platten hier aufeinander leimen, damit ich eine entsprechende Stärke kriege. Um das zu machen, muss diese Seite hier aufgeraut werden, damit der Leim nachher auch eine vernünftige Verbindung eingeht. So. Dann wollen wir die Seite noch ein wenig sauber machen. Hier ist ein bisschen eng hier. Wir haben ein bisschen umgeräumt im Haus. Und die Teile stehen jetzt hier rum. Lässt sich leider nicht vermeiden. Darauf achten, dass in den Ecken auch genug Leim ist. Ansonsten bekommt man keine kraftschlüssige Verbindung. Obwohl man hier auch nicht viel Kraft braucht. Aber ein bisschen Leim brauchen wir noch. Dann wollen wir mal zur Tat schreiten.
soll die Kante nachher noch bearbeitet werden, reicht es, wenn man die mit dem Finger ein bisschen gerade fühlt. Der Rest wird nachher mit der Fräse gemacht. So, da brauchen wir noch ein paar Zulagen. Die sind dafür notwendig, damit man das nicht beschädigt. Kleinen wieder wegmachen. Ich kann das ganze Spiel zuerst mal trocknen und dann sehen wir uns nachher wieder. So, dann wollen wir auspacken. Die Platte müsste jetzt trocken sein. Das sieht schon mal gut aus. So, nachdem ich mir das jetzt passend geschnitten habe, werden wir mal die Rundungen anzeichnen. Aber ich finde das schöner, wenn man das an den Kanten ein wenig rund hat. Oben kommt eine kleine Rundung hin. So, da wollen wir das mal rund schneiden. So, wie ihr seht, Kanten alle schön rund. So, jetzt machen wir noch schön Anleimer drum. Wenn man das die Ecken rummacht, muss man dann ein bisschen auf Zucht ziehen.
damit er sich nicht wieder zurückwirbt. Ein bisschen eng hier heute. Aber geht schon. Schweinefirmen haben dafür Maschinen. Da drücken wir doch mal kurz dran vorbei. Und dann sind die Anleimer da, wo sie sein sollen. Dann kam raus. Nee, der ist nicht geeignet. So, den Rest zeige ich euch, wenn es fertig ist. Diese Klappen habe ich mir in Amazon kommen lassen. Kosten zwei Stück etwas von 13 Euro. Halten ca. 40 Kilo aus. Ein Stück. Und das müsste reichen. Wie ihr seht, habe ich mir einen Abstandshalter gebaut, sodass die beiden Konsolen schon im richtigen Abstand zueinander festgemacht werden können. Die obere Leiste hat genau die Stärke, die auch später das Brett hat, was da drauf kommt. Und dieser Abstand hier ist genau der Abstand, um den das Brett auf jeder Seite überstehen wird. Schauen wir mal, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Punkt 1 ist erledigt. Beide Konsolen sind parallel zueinander und im entsprechenden Abstand nach oben angebracht. Ich habe noch versprochen, euch zu zeigen, wie das aussieht, wenn es an der Wand hängt. Und jetzt klappen wir noch mal kurz auf. Und so sieht die Ablage aus, wenn man sie aufgeklappt hat. So, und dann wollen wir mal gucken, ob wir Bettina damit irgendwie überraschen können. So Leute, das war mal wieder ein kleines, wie sagt der eine immer, Bastel im Bastel. Bastel im Wohnmobil. Und ich denke mal, das ist ganz gut geworden. Wenn jetzt das Polster noch drauf ist, dann sieht das schon ganz ordentlich aus. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbauen. Macht's gut. Jingle Bell, Jingle Bell. Immer muss ich den Müll wegbringen. Was ist das denn? Na,
Gott denn? Keine Baumelfüße mehr. Ja, hat sich ausgebaumelt. Das Christkind war da. Danke, mein Schatz. Ja, gerne schön. Eine Dinettverlängerung. Yeah. Wie sitzt du denn da? Gemütlich. Wie gemütlich? Guck mal. Und ich könnte, wenn ich wollte, sogar ein Nickerchen machen. Guck mal. Ja, dann gute Nacht, ne? Gute Nacht. Mein Mann hat doch so schön gebaut. Ja. Und es fällt mir nicht mal auf. Ja. Sieht aus, als wenn es hier drin sein sollte, weil es genauso aussieht wie die Verlängerung der Arbeitsplatte. Hör auf. Ja. Ist ja nicht Silber, ist nur der Randsilber. Ja, ist nur der Randsilber, aber es ist das gleiche Prinzip. Das fällt nicht auf, dass die Scharniere darunter schwarz sind, sieht man ja nicht. Wie wollte ich das schwarz haben? Ne? Also, ich tue mal die Decke weg, damit man was sieht. Ne? Es ist jetzt noch nicht der gleiche Bezug wie hier und das Kissen ist ein bisschen überdimensioniert. Ja. Aber das ist, wenn Frau die Maße sich nicht richtig merkt. Und da habe ich aber auch noch andere Ideen. Aber fürs Erste erst erstmal. Luffy. Schön. Und an der Stelle sage ich ganz lieben Dank, lieber Mann. Oh, gern geschehen.